Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Balfour und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen Kanal. Bei mir ist es jetzt Samstag, 7 Uhr morgens. Ich bin heute ein bisschen früh aus dem Bett gefallen und habe gedacht, hey, was kann ich da machen? Jo, ich nehme mal ein Video auf. Okay. Heute kommen wir zu einer speziellen Band. Ich habe ja letztens schon ein bisschen in The Who reingehört und auch in andere verschiedene Metal-Arten. Jetzt kommen wir zu, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Tanger Cavalry. Ich wahrscheinlich nicht, aber ne? Und mit The Khan of Heaven. Das ist eine Band, die kommt, ich glaube, das Gründungsmitglied, der Sänger, kommt ursprünglich aus der Mongolei. Die Band selber kommt aber aus New York. Sie hat aber ähnlich wie bei The Who auch wieder mongolische Elemente drin, allerdings ein bisschen anders verpackt. Die sind ein bisschen, der Mix ist ein bisschen anders, ist was Spezielleres. Die sind auch nicht so groß wie The Who. Und deswegen wollte ich einfach euch mal diese Band vorstellen. Ich persönlich finde sie gut. Ich hatte sie damals schon in meiner Spotify-Mixliste, bevor ich The Who kannte. Und jetzt habe ich mir gedacht, schauen wir uns einfach mal das Video zusammen an, weil das Video kenne ich nicht. Den Song kann sein, dass ich den schon mal gehört habe. Ich habe mir jetzt einfach irgendeinen rausgesucht, da ich die tatsächlich nicht alle mit Namen kannte, sondern einfach nur mal das Album habe durchlaufen lassen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal Khan of Heaven an, was da... Ich hoffe, euch gefällt's und ihr begleitet mich auf der Reise, die da jetzt kommt. So, ich muss mal eben hier vorbereiten. Und dann... das ist, wenn man so früh aufnimmt, man ist nicht 100% vorbereitet. So, jetzt aber Leute, jetzt geht's los und ich würde sagen, viel Spaß mit Khan of Heaven. Also, das können Sie schon mal. Schöne Landschaften und Pferde, das ist auf jeden Fall sehr cool. Ansonsten sieht man ja vom Stil her schon und auch von den ersten Klängen, dass, was ich halt eben bereits gesagt habe, dass es auf jeden Fall auch diesen mongolischen Klang hat. Ich möchte das nicht zu verallgemeinern oder immer platt daherregen. Ich weiß nur nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Also diese mongolischen Klänge sind definitiv da. Es sind auch Metal-Parts da. Das ist aber anders verteilt. Auch bei ein, zwei Liedern, da gibt es dann Parts, die sind ganz ruhig. Dann kommt ein richtig harter Metal-Part und dann ist es wieder sehr traditionell. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in diesem Lied ist, aber das finde ich halt bei Tanger Cavalry etwas, die Lieder haben meist mehrere Phasen und Übergänge und Parts. Das finde ich halt sehr schön. Das könnte man sagen, ja, progressiv ist es nicht wirklich, aber es geht schon in die Richtung. Also von daher schauen wir mal erstmal weiter. Also ich finde es bis jetzt cool. Bildqualität von den Videos ist auch hervorragend. Ich habe jetzt gerade mal auf meinen großen Bildschirm hier geguckt. Gestochen scharf, richtig super. So, weiter geht's. Also da merkt man halt schon der Musikstil. Ich gehe nochmal ein Stück zurück hier auch zur Band. Man sieht zum Beispiel hier den Mann hinten links, dass das definitiv ein Amerikaner ist. Und dass hier auch der Stil einfach ein anderer ist und ein bisschen ein Growling Metal dabei ist. Da ich da auch unter anderem da drauf stehe, ist das wahrscheinlich damals in meiner Spotify-Liste aufgetaucht. Und ja, ich fand den Stil halt total faszinierend und gerade diesen Kehlkopfgesang, da hatte ich ja damals auch auf Wacken so einen Künstler gesehen. Ich weiß nicht mehr, wer es war und wie er heißt.
Ich müsste es eigentlich mal recherchieren aufgrund der Wacken-Playlists in den letzten Jahren. Deswegen fand ich das sehr interessant. Und dann fand ich halt diese Musikmixe super gut. Deswegen, ich habe es noch nicht gesagt, aber jetzt wiederhole ich es nochmal ganz kurz. Bitte klickt auf den Originalkünstler. Wenn euch das gefällt, ich möchte hier, wie gesagt, nicht die Klicks klauen. Gerne auch das Originalvideo klicken. Bei den anderen Videos von dem Künstler gerne mal reinschauen. Die sind schon ein bisschen vielschichtig, geht aber immer in guter Mix zwischen Metal, auch leicht härterer Metal, bis hin halt zu dem traditionellen Part. Gefällt mir halt sehr gut. Warhorse ist, glaube ich, auch so ein ganz großer Song und irgendwas mit Thousands. Also den werde ich vielleicht auch nochmal reacten, aber jetzt wollte ich mir erstmal sowas ganz Unbekanntes nehmen. Da war wieder dieser, ich sage immer dazu, dieser typische Reiterrhythmus, dieses da 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 da. Finde ich, merkt man in ganz, ganz vielen Liedern. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist oder ob ich das selber immer durch die Pferde, die dann im Bild sind oder sowas, vielleicht auch einfach nur da rein interpretiere. Aber mir kommt das so vor, als wenn das halt in dieser Musikart tatsächlich einfach so ein kleinen Tacken dazugehört, so wie in anderen Metal-Elementen, ich sag mal, dieses typische Gitarrensolo einfach dazugehört, dass das halt einfach so ein, ja, Stilmittel ist. Gefällt mir gut. Ich mag das ja immer, wenn Musik einen so ein bisschen mitnimmt und so ein bisschen Schwung aufbaut und man auch dann irgendwie, wenn man unterwegs ist, Bock hat, sich zu bewegen oder dann im Live-Konzert oder so da steht und Bock hat, sich zu bewegen, weil der Rhythmus einfach so richtig einen mitnimmt. Damit kriegt man mich immer sehr gut. Das wieder so ganz ruhig. Das hat sehr abrupt aufgehört. Ich finde es aber sehr schön. Ihr habt das vielleicht gemerkt, so mit diesen verschiedenen Ebenen, den Metal-Part dann wieder sehr runter reduziert, dann wieder ein bisschen mehr aufgebaut und dann wieder ganz runter reduziert, so auf ein, zwei Instrumente. Das machen die in relativ vielen Liedern. Es ist, ich finde, wenn man so ein Album durchhört, nicht ganz so locker flockig durchzuhören, weil das halt, wie gesagt, so ein bisschen progressiv wird. Aber musikalisch gesehen finde ich das richtig groß. Wie gesagt, ich habe keine Musik studiert oder sowas. Ich bin ja nur euphorisierter Hobbyist. Aber das war doch eine Band, die ich mir jetzt auch gerne mal in Video mit Bildern angucken wollte,
Und man erkennt halt, ne, er singt Englisch, die Bandmitglieder sind Amerikaner, dass das halt jetzt keine rein traditionelle mongolische Band ist. Aber dadurch, dass die halt die Stilmittel nehmen, fand ich das halt sehr, sehr gut und wollte euch einfach das gerne mal vorstellen, weil die jetzt gerade auch auf YouTube noch nicht ganz so viele Klicks hat. Ja, deswegen. Das war's eigentlich für heute schon wieder. Ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich bin für heute jetzt erstmal wieder raus. Und ja, bis dahin, euer Balfamore. Ciao.